Und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, Sachsen Let's Player und dem Matze. So, weiter geht's, würde ich meinen, in alter Frische. Wir sind hier immer noch im Kornfeld. Vielleicht treffen wir auch hier Jürgen Drees. Ein Bett im Kornfeld. Er hat's gerafft, sehr schön. Ja, das könnte vielleicht sein, da müssen wir aber aufpassen, ne? Ja, was ich auch auf YouTube mal gesehen habe, hier beim Maishäckseln, wo dann aber ein Wildschwein ins Häckselgebiss gerannt ist. Das ist auf jeden Fall eine Sauerei. Ja, was meinst du, wie der Blut gespritzt hat? Hm. Das ist auf jeden Fall eine große Sauerei. Sag mal, wie fährst du eigentlich? Normal, wieso? Was steht da schon wieder? Ja, steht gar nicht. Hier an der einen Seite, ja, da war ein bisschen was übrig geblieben, das hab ich dir aber gesagt. Das hab ich dir gesagt, da bin ich kurz ausgeschwungen. Ich war doch nicht so schnell, ich war doch genau richtig. So, guck mal, noch einmal hoch und dann, nee, noch einmal runter dann und dann hätten wir es ja auch schon wieder. Ja, was steht denn eigentlich an? Pressen und was dann? Pressen, wir haben noch genug Felder zum Abdreschen, so ist es ja nicht. So. Ja. Also die Map, also ich muss da nochmal auf die Karte gucken, aber hier war dann glaube ich noch irgendein bisschen weiter entfernt, aber auf jeden Fall war da noch was. Dann müssen wir mal gucken, Ich hätte eher Bock, was zu häckseln. Ja, sehe ich auch so, ne? Müssen wir unsere Kohle mal loswerden. Wir haben schon wieder viel zu viel Geld. Aber wir müssen dann erstmal pressen. Und ich denke mal, du hast dann die glorreiche Ehre, den Sammelwagen zu fahren. Yay! Den schönen großen. So, aber halt. Das war knapp, oder? No comment. Danke. War halt ein bisschen zu schnell beschleunigt. Und dann rammeln wir jetzt erstmal hier vorne. Also ich muss echt sagen, meinen größten Respekt an die Modder mit diesem Eis mit der Kamera. Wegen? Weil die richtig nützlich ist. Du kannst immer schön in der Innenansicht bleiben. Jojo, ich weiß. Ich switche aber trotzdem immer zur Sicherheit mal nach draußen, aber an sich hast du da schon recht. Man sieht, man hat hier Pipe-Kamera, man hat ja eigentlich alles, selbst beim Ankurbeln. So verkehrt ist das schon alles gar nicht. So. Aber ich muss halt immer so einen Contest finden, weil, ja, ich soll so eine Mischung aus außerhalb, also aus Indoor und Outdoor nehmen. Deswegen. Ey, Alter, ich schau dir gleich. Fahr jetzt rückwärts mit der Scheiße. Noch ein Stück. Die hilft dir jetzt auch nicht mehr. Ich denke gerade, ich gucke in die Kamera, ich denke, weil hier sieht man deinen Spielernamen gar nicht, so. War auch so gedacht. Ne? So. Fräulein. Ja. So, ist die Steuerung aus und du stehst, ja, schön, du stehst hier unten und kommst nicht weiter. Wärst du gleich mal mit abdanken gekommen, du. Ich doch dabei. Ja, mittendrin, also dann nehme ich das letzte Stück noch. Und dann hätten wir ja den Weizen auch wiederum geschafft. Obwohl, das wurde ja, also, naja, gut, dann schließe ich mich dir an. Ja, und du willst jetzt sagen, wie du abgedankt warst. Nee, damit die Reihe noch eben zu Ende ist, dann tanke ich ab. Ja, sehe. Na? So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nee, aber trotz alledem keine Ahnung, wie du auf 60 km/h kommst. Ah, nee, jetzt fährt er bei mir auch nur 33. Wer weiß. So, das Schneidwerk hopst ein bisschen rum hier und weg. Fertig ist die Laube. So, Kamera aus. Oh, jetzt gibt er nicht ab, ey, leckt mich doch am Arsch. So. Ja, da hab's doch schon gesehen. Immer schön mit der Ruhe. So.
Wunderbar. So viel hatte ich diesmal gar nicht. Nö. Nö, und da haben wir jetzt schon mal den ganzen Kipper voll. Und da kann man den jetzt dementsprechend auch. Wo haben wir unsere Schneidwerken? Ach, hier oben. Und da kann man jetzt den ganzen Spaß wieder aufladen. Und ich denke, ja, wir fahren. Obala, wir fahren erstmal zurück. Na, gib Gas. Er will nicht. Technischer Defekt. Jetzt. Was ist denn jetzt? Achso. Ich wollte gerade sagen, du wolltest auf meinen Anhänger. Nein. Zumal es eh alle Beete die gleichen sind. Was nee, soll? Ich hab meinen besser hingestellt. Du hast nämlich zu wenig Platz gelassen. Wieso zu wenig Platz gelassen? Ich komme hier eins dahin, also. Naja. Meiner Ansicht sieht das ein bisschen anders aus. Ja, jetzt bin ich erstmal weggeswitcht, das ist auch nicht verkehrt. Ja. Warum hatten wir ja noch überhaupt Licht und alles an? Ich überlasse dir das eh, weil du weißt ja, du bist da der Experte. Deswegen, was ich aber sagen muss, bei den Lektionen müsste man die Außenkamera noch ein bisschen ändern, weil die Sicht ist scheiße. Die ist so weit hinten, ne? Ja. Ist eigentlich nicht das Problem, muss den Giant Editor aufmachen und dann einfach die Kamera ein bisschen näher ranzoomen, die i3D speichern und fertig. Das ist eh fast in der Welt. Habe ich auch erst vor 2 Tagen gelernt. Ich habe vor 2 Tagen gelernt, wie man Nummernschilder verändert, anpasst und hinzufügt. Dank dem freundlichen Tutorial von Ray von www.simutips.de. So, unauffällige Werbung hoch 3. Dann einmal wieder zur Biogas. Ist dir überhaupt hier schon die Werbung aufgefallen? Mir? Ja. Ja, ich erschrecke mich nur immer. Wieso? Weil es so grausam ist. Warum ist das so grausam? Nein, Spaß, klar. Ich finde es ganz okay. Ja, so verstehe. Zwischen Schleichwerbung schadet nie, ne? Auf jeden Fall nicht. Und außerdem, es ist ja eigentlich eine Kampagne gegen dafür. Ne? Also, wenn es die Leute nicht mögen, sollen sie ja das Plakat lesen und dann ist das ja soweit. Oh, alles in Ordnung, gut. Ja, wir sind gerade wieder im Hof. Wir haben hier 20 Bilder oder so. Das ist alles andere als schön für die Augen. Ich weiß, aber ist halt mein Bursch. Kann man nichts machen. So, und dann einmal hier komplett abladen. Wer kommt oh, links hier nicht raus? Links geht's zu der Kuhweide? Nee. Was haben wir heute? Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag, ja. Am Dönertag. Ist bei dir Dönertag? Jo. Also immer der Woche ein Döner geht immer, oder was? Mhm. Naja. Naja, Freitag, Donnerstag ist Dönertag, Freitag ist Pizzatag. Also Freitag ist bei mir Pizza da. Also Freitag, also immer der Woche Lieferdienst kann man immer wieder bestellen. Das Geld haben wir nur beim besten Willen auch noch übrig. So. Aber Döner, nö. Esse ich prinzipiell nicht. Was? Nö. Mir schmeckt Döner nicht. Das ist, nö. Nö, 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 nö. Ist Döner Pizza? Nee. Wenn ich eine Pizza esse, dann gehört was drauf, was auf eine Pizza drauf gehört und kein Döner. Aber sonst ist Döner nicht absolut gar nicht mein Fall. Alter, was ist mit dir los? Ja, verklag mich doch, Alter. Nö. Ich kann wetten, da kommt irgendein Kommentar, kommt da garantiert unter das Video. Alter. Warum isst du kein Döner, Alter? Weil ich's halt nicht esse. Ey, Junge, Alter. Nö, das schmeckt mir nicht. Ich meine, damals die Gammelfleisch-Skandale noch dazu und alles mit schönes Gammelfleisch im Döner ist. Ich meine, gut, das ist jetzt auch schon Jahrzehnte her. Kannst du auch nicht mal als Argument setzen. Das sah jetzt gerade gut aus. Was? Na, wie du jetzt gebremst hast. Also von null auf nichts stande der. So, darfst du es eigentlich durchkommen? Sehr schön. Und dann hatte ich immer Dönerfleisch so immer allgemein ohne alles gefressen. Schmeckt mir einfach nicht. Das ich könnte in dem Zeug könnte ich baden, Alter. Nee.
Nö, muss ich nicht haben. Ich esse Pizza, Nudeln, das muss auch reichen. Das ist auch nicht deutsch, aber es schmeckt. Aber nö, Döner, keine Ahnung, hat mich noch nie so gereizt. Weil ich meine selbst, was ist nicht gereizt, was vieles daran ist, dass in Döner sämtliche Scheiße drin ist. Also hier nur Salat und Tomaten und den Scheiß und alles, und da bin ich absolut kein Fan davon. Wenn ich sage, in Döner ohne alles, da kann ich mir auch daheim Fladenbrot nehmen, hau da Hackfleisch rein, hau da eine Soße drüber und fress es dann. Da hab ich auch, das Fleisch in grün, also von daher, weiß ich nicht. Grüße, oh! Scheiße. Ich bin schon an der Seite. Nee, ich bin jetzt nach links rüber geknallt. Scheiße. Ja, die Presse. Ja, Stress nicht. Komme ich jetzt hier rüber? Mensch, jetzt genau. So, jetzt. Das ist wie, hast du damals die Folge gesehen hier, wo wir auf der Neudorfer, auf der Neufelder Landmap waren, wo ich mit Klick hier das mit den Rüben gemacht habe? Die Blätter abschlagen. Das kleine Ding, was ich da mal schön in der Kurve so schön getriftet hat. So war das jetzt gerade bei der Presse und deswegen bin ich jetzt rübergeknallt. Ah, ey, das war lustig. 2 Folgen lang nur Blätter abschlagen. Oh Mann. Danach bin ich doch mit dir gewesen. Ja, genau. Das war übel, wo du noch so schön gesagt hattest, dass du hast ja Gott sei Dank dich wenig übrig gelassen. Beim Blätter abschlagen. Oh Gott, was mache ich denn? Ich muss das Scheißding da nur anschalten. Willst gar nicht wissen. Ich muss das Ding auch anschalten. Ich war eigentlich der Meinung, ich hab. Nicht schlecht. Ich war der Meinung, nee, ich habe auf V gedrückt, aber nicht auf B. Mist. So. Ich drücke immer nur auf B, weil dann fällt das eigentlich automatisch auch mit. Ja, ich weiß. Jetzt, ja, ja, jetzt hört man den Motorsound auch. Wunderbar. Was hast du jetzt wieder gemacht? Übelsten Lag, bin erstmal fett durch die Bäume geglitscht und mein Schneidwerk ist fast runter. Und nicht verkehrt. So, ja, hier geht das jetzt natürlich alles in Zacken schneller, weil, wie gesagt, durch die 13 Meter ist jetzt eindeutig mehr Stroh auf einer Fläche, als wir noch in der Mod-Vorstellung. Ja, du freust dich schon mit deinen Waren, wa? Dementsprechend, wenn du jetzt erstmal den Drescher wieder hinkriegst. So, ey, wie bist denn? Der hat so einen scheiß großen Wenderadius. Das ist doch behindert, ist das doch. Jo. Wie gesagt, also größer als beim normalen Lexon ist er auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich an alles, sage ich immer. Ich meine, besser wie als wie, oh Gott, du siehst mich nicht mehr, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall besser, also von daher. Wie kann man hier nur so behindert die Maschinen hinstellen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was willst du? Nee, aber da steht ein Grupper noch fett im Weg und hast sie gesehen. Da steht das wieder. Keine Ahnung, wer das so angeordnet hat. Aber wie gesagt, der Tieflader, der war auch im Feld drin, der stand auch nicht im Feld. Vielleicht hat es durch das Löschen von einigen Mods das Ganze wieder durcheinander gebracht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, guckt, wie die Pakete hier hinten rausplumpsen. Ich denke mal, bei der Feldgröße kriegt man vielleicht 15 raus, wenn es hochkommt. Und da muss dann bloß noch der Matze mit seinen coolen Waren kommen. Und dann sind die weg. Und dann sind wir da auch schon mit dem Feld komplett fertig. Wenn ich überlege, wie viele Felder wir aktuell kubern müssen. Das wird auf jeden Fall eine lange Arbeit. Das könnte man ja theoretisch, ne? Mhm. Könnte man das aufnehmen, aber dann doppelt so schnell aufnehmen, also abspielen und dann, was weiß ich, dass wir das Gelaber extra aufnehmen, weißt du? Ja, hat im Endeffekt aber auch nichts mehr mit Let's Play zu tun. Da könntest du dann zum Beispiel auch mal so ein paar Themen ansprechen, so. Dass du dich dann nicht aufs Spiel konzentrieren musst, sondern aufs Reden.
Ja, müsste mal gucken, weil, wie gesagt, soll ja immer noch weiterhin ein Let's Play bleiben und kein Live-Commentary à la was weiß ich. Wär zwar eine Sache, die es bis jetzt noch nicht gäbe, jedenfalls nicht für Simulatorenbereiche meines Erachtens, ne? Also mache ich ja schon bei OMSI teilweise, aber naja, mal gucken. Aber die Leute wollen es ja, ne? Ihr wollt das ja dementsprechend alles haben und von daher machen wir das dann natürlich auch so, wie es gewünscht ist. Denn ihr entscheidet ja das Programm. Ist heutzutage nicht so, als wäre gut, ja, ich habe ein paar Abonnenten, was die sagen, ist mir aber scheißegal. Nö, so wollen wir das ja auch nicht machen. Das wäre ja sehr, sehr unfreundlich. Und so sind wir ja nicht, ne? Hä? Ich sage, das wäre ja sehr unfreundlich, das sind wir ja nicht. Was? Na, wir. Sind wir unfreundlich? Wer? Wir! Ja. Nein. Sind wir nicht? Doch, du hast mich gerade angeschrien. Ja, na, weil du. Was? Wie? Hä? Haben Sie ein Hörgerät? Brauchen Sie ein Hörgerät? Nein, danke, ich habe eine Brille, ist sehr gut. Ja. So kam das jetzt gerade rüber. Nee, Matze. Und ich frage mich, wo. Ach, hier, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Und seine Arbeit errichtet er dann morgen in alter Frische. Wir danken erstmal wieder fürs Zuschauen, denn er kriegt jetzt erstmal Lachfleisch. Und wenn er sich dann beruhigt hat, fangen wir dann an, für morgen zu drehen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann dementsprechend morgen wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.